Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Tekkit Light. Mein Name ist der CTEK und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die Zwischenzeit zwischen der letzten und dieser Folge ist nicht allzu groß gewesen, also ich habe jetzt nicht unbedingt was laufen lassen. Aber wir sehen, so langsam findet die Quarry auch mal ein paar Materialien. Das finde ich schon mal, ja, sehr gut. Und mal hoffen, dass er noch ein paar mehr findet. Schon mal auf jeden Fall sehr gut, dass ein paar Materialien gefunden werden. Ja, für diese Folge habe ich mir jetzt speziell erstmal nichts großartig ausgedacht, was wir machen können. Deswegen werde ich jetzt einfach mal so ein paar kleine, ja, andere Tätigkeiten machen. Denn wir brauchen erstmal Materialien und deswegen werde ich auch mich in die Minen begeben. Zuvor werde ich mir aber noch etwas ercraften, bevor ich in die Minen gehe. Und zum Schluss werden wir mal gucken, ob wir vielleicht noch eine Deep Storage Unit für Gravel oder so anlegen, damit der auch noch aussortiert wird. Das könnten wir vielleicht noch erledigen. So, was wollte ich machen? Ich wollte eine Tasche machen, wollte ich mir. Und ich wollte mir noch, mal gucken, Spitzhacken vielleicht. Was mache ich die denn aus Grün? Ja, komm, mach mit zwei Spitzhacken noch. So, Sticks habe ich, glaube ich, auch. Halt, falsche Seite. Sticks dürfte ich auch genügend haben. Nee, 8 müssen das, glaube ich, sein. So. 8 Stück. Und daraus bauen wir uns. Hey, Canvas Bag. Ja, das ist eine Tasche. Die können wir einfach rechtsklicken und können wir mal ein bisschen mehr Items drin speichern. Die hält aber nicht über den Tod hinaus, das heißt also, wenn wir sterben, ist auch das weg, was in den Taschen drin ist. So, oh, mein Bedpack muss ich um. Mein Bedpack sag ich schon, mein Jetpack muss ich unbedingt. Naja. Unbedingt mal aufladen wieder. Derweil können wir uns einfach mal kurz noch zwei Spitzhacken craften. Und dann sind wir eigentlich auch schon bereit für die Minen. Was zu essen haben wir? Cobblestone haben wir. Gut. Dann fangen wir jetzt einfach an mit den Minen. Oh, was ich nochmal ganz kurz nachgucken muss, ist. Ja, nein, nein, ist alles wunderbar. War vorhin wieder auf meinen Testmaps, aber ich meinte, dass ich das zurückgestellt hatte. Und ja, das hatte ich auch. Also wunderbar alles. Müssen wir mal vorher mal kurz gucken. Ab und zu. Ups. Kann man es ja mal vergessen. So, wo gehen wir denn hin zum Minen? Ich möchte eigentlich ein bisschen höher bleiben. Dann würde ich sagen, graben wir uns einfach mal. Boah, 30 ist eigentlich noch fast zu niedrig. Egal, wir graben uns einfach mal hier durch. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Oh, und ich hätte mir ein paar Fackeln einpacken sollen. Oh, hier klingt's doch gut. Klingt schon mal nach einem Zombie. Ah, eine Höhle. Ja, wunderbar. Hoffentlich finden wir ein bisschen Kohle. Oh, hier geht's auf jeden Fall sehr tief. Uah, Skelett! Ah, das scheiß Zombie können wir erstmal killen. So. Hier schnell das Skelett noch. Oh, der hat einen Bogen gedroppt. Ah, und ich habe meinen Jetpack vergessen. Nein, das ist natürlich sehr ungünstig. Dann kann ich mir auch nochmal schnell ein bisschen Kohle holen. Hab auch meinen Jetpack vergessen. Ja, hab ich. Natürlich. Wie kann ich denn nur. Na, blöd, 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 blöd. Jetpack vergessen. Gut, mal gucken, können wir den von hier unten erreichen? Ja, können wir. Wunderbar. Gut, dass ich es hier noch nicht zugebaut habe. Das müssen wir auch noch erledigen. Mal gucken, vielleicht machen wir das auch noch so zum Schluss oder so. Mal schauen, je nachdem, wie tief wir in den Höhlen dann stecken und ob wir noch wieder zurückfinden. Dann haben wir erstmal wieder hier einen Höhe. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Kohle geholt. Ja, super, klasse. Jetpack hat wenigstens aufgesetzt. Ja, wenigstens was. So, schauen wir mal. Ich will auf jeden Fall eine Menge Copper holen. Denn, ja, Copper werden wir auf jeden Fall gebrauchen für mehr Solarpanels. Also ich will die Stromversorgung als nächstes auf jeden Fall erhöhen. Ah, da ist doch schon Copper. Das scheint also schon mal eine gute Höhe zu sein für Copper. Das ist ja gut. Ich meinte irgendwo mal was gelesen haben von 40 oder 50 sogar. Die beste Höhe.
Aber scheinbar hier finden wir auch was. So, hier ist etwas Eisen noch. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Alles nur komische Fledermäuse, die nerven. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Hier ist Kohle. Gut, können wir auf jeden Fall neue Fackeln machen. Sticks haben wir noch ein paar. Gut, wunderbar. Dann sollte das, denke ich mal, reichen. Auf jeden Fall, bis diese Folge zu Ende ist. So, etwas Licht. Jetzt nehme ich trotzdem alles mit, was ich sehe. Können wir alles noch vielleicht gebrauchen. Ja, was habe ich sonst noch vor im Moment? Ja, ich überlege eigentlich verschiedenste Sachen. Eine Tierfarm wäre vielleicht noch ganz nice, also eine automatische. Ja, die uns die Kühe schön züchtet. Dann könnten wir uns wieder mit Moosecroft vielleicht noch ein, zwei Welten erstellen. Neues Haus möchte ich noch auf jeden Fall bauen auf die andere Inselseite. Das hier soll ja eigentlich nur so ein kleines, ja, Zwischenhaus sein. Aua. So, und da möchte ich dann auch mein ganzes, oder, beziehungsweise da möchte ich einen vernünftigen Keller drunter bauen, mit einem vernünftigen Sorting System, beziehungsweise, ja, auch ein System zum Item anfordern, vielleicht automatisches Craften, alles schön mit Pipes. Das wird bestimmt noch interessant, aber es wird alles Ressourcen kosten. Und da unsere Query noch nicht so effektiv läuft, müssen wir da auch ein bisschen per Hand nachhelfen. Gut, ich weiß, einige sehen es vielleicht lieber, wenn ich mehr herstelle. Aber ich meine, es gehört auch mal ein bisschen was an Farmen zum Let's Play. So, ein paar Monster jagen ist auch immer ganz gut. So, das dürfte eigentlich Lidohr sein. Brauchen wir jetzt nicht allzu viel von, aber was soll's, nehmen wir einfach mit, wenn es auf dem Weg liegt. Oh ne, das ist ja kein Diamant. Diamant sei schon hier, XP. Nehmen wir noch ein paar Edelsteinchen mit. Immer gut für Spitzhacken. Oh, neue Höhle. Gucken wir gleich rein. Erstmal gucken wir hier, was hier hinten sich noch verbirgt. Kohle auf jeden Fall. Kohle brauchen wir für die Solar Panels. Also Coal Dust. Also nicht nutzlos. Ja, was können wir demnächst noch bauen? Für Vorschläge bin ich natürlich immer offen. Also jeder, der noch einen Vorschlag hat, was wir auf jeden Fall jetzt so in kürzester Zeit bauen sollten mal. Jetzt natürlich noch nicht so großes, aufwendiges. Natürlich unseren Materialien entsprechend. Ah, da ist wieder Kopper. Uah. So, komm her, Zombie. Der kann gerne mal in den Kommentaren natürlich seine Vorschläge posten. Ich leuchte mal hier schon mal ein bisschen aus. Ja, wunderbar, hier geht schon mal zu Ende. Können wir gleich weitermachen. Ja, der kann schon mal Vorschläge posten und dann werde ich mal gucken, was wir oder was sich davon umsetzen lässt in der nächsten Zeit. Wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Vorschläge gemacht, was wir so bauen können. Wenn ihr sagt, oh ja, das unbedingt, das Bau, das ist geil, können wir das natürlich gerne in Angriff nehmen. Wie gesagt, ein neues Haus wäre, denke ich mal, nicht verkehrt. Dann können wir das hier so zum kleinen, was weiß ich, Strandhaus für ab und zu mal da sein lassen. Dann werden wir die Maschinen da alle rausbauen und dann so ein richtiges, ja, richtiges funktionales Haus bauen, wo wir dann auch Enchantment Tables und den ganzen anderen Stuff noch mit unterbringen können. So, oh, hier liegt ja sogar noch Kohle, habe ich ganz vergessen aufzuheben. Kopper, wunderbar. Kopper ist gut. Davon kann man nie genug haben. So, jetzt können wir unseren neuen Spitzhacken. Dann läuft es auch hier ein klein bisschen schneller. Ah ja, im Fliegen geht das ja nicht so schnell. So, den noch.
Dann können wir hier reinfliegen. Wunderbar. So, ja, und was ich mir unbedingt als nächstes craften will, ist mal eine vernünftige Armor. Also irgendwas, was uns ein bisschen schützt. Ist doch schon relativ riskant, hier immer ohne irgendwelche Sachen rumzulaufen. Ja, am liebsten würde ich mir hier diese Modular Powered Armor bauen. Ist natürlich sehr teuer. Ich weiß selber. Oh, waren wir hier schon mal? Ist auf jeden Fall eine Fackel. Keine Ahnung. Ja, die ist sehr, sehr teuer. Beziehungsweise wir brauchen dafür auf jeden Fall erstmal ein Emerald. Für den Tinker Table. Und das wird relativ schwer. Beziehungsweise, ja. Dafür bräuchten wir eigentlich ein Mountain Biom. Weil dort die Emeralds eigentlich spawnen, soweit ich weiß. Wenn ich mich recht entsinne. Sonst hat man früher ja Emeralds eigentlich nicht gebraucht. So, laufen wir hier lang. Wir werden mal schauen, wie wir an Emeralds rankommen. Natürlich ein Dorf würde es auch tun. Dann irgendwas ertauschen für ein Emerald. Mal gucken, wie wir es machen. So, Eisen haben wir auch schon mal wieder. Tatsächlich, da scheinen wir schon mal gewesen zu sein. Sind hier aber nicht weitergelaufen. Ah ja. Gut zu wissen. Ah, das könnte hier unsere... Ja, ich weiß, wo wir hier sind. Das ist unsere Monsterfalle. Genau. Ah. Wunderbar. Die wäre hier angeschlossen gewesen. Okay. Stimmt, da hätten wir auch hingehen können zum Minen. Hatte ich ganz vergessen, dass wir hier noch Stuff rumliegen lassen haben. So. Oh, ich glaube, ich höre im Hintergrund irgendwo ein Slime. Der könnte sich hier vorne irgendwo verbergen. Na gut, ein Zombie auf jeden Fall. Ach ja, die Monsterfalle ist ja noch an, richtig. So, aber da müssen wir jetzt nicht unbedingt reingucken. Obwohl, wir können mal gucken, ob der Slime da wirklich ist. So, hauen wir das mal hier kurz auf. Ist hier ein Slime? Hallo, Slime. Slime nicht, aber eine ganze Menge Zombies. So, das können wir jetzt ruhig auch auflassen hier. Hier ist ja jetzt hell genug. Oh, das hier ist alles Wasser, okay. Gucken, was wir hier so noch finden. Da ist noch ein bisschen Tungstenohr, okay. Das lassen wir da jetzt einfach mal in der Wand. Habe ich eh keine Verwendung für. So, wie viel Kupfer haben wir dann gefunden bis jetzt? 15. Ja, lässt sich doch schon sehen. So, gehen wir mal hier lang. Ah, hier sind auch noch ein paar Rubies. Wunderbar. Ein bisschen Quarz, okay. Schade, sonst nichts mehr. Eisen haben wir hier noch. Und Gold. Oh, Gold ist super. Gold ist immer gut. So, komm mal her hier. Das bisschen Gold. Ja, wie gesagt, ist heute vielleicht nicht ganz so interessant, weil es heute mal nicht um Maschinen geht oder irgendwie um irgendwas zu bauen. Aber, ja. Das ist nun mal Minecraft auch. Man muss auch mal ein bisschen farmen gehen. Ansonsten könnte ich ja auch gleich ein Let's Show machen. Eine andere Idee wäre noch gewesen, falls wir mal mit Tacket so langsam alles erreicht haben, also irgendwie so in, keine Ahnung, wer weiß wie vielen Folgen, je nachdem wie schnell wir hier weitermachen. Momentan legen wir ja ein richtig großes Tempo voran. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht, oder ob ich vielleicht mal noch ein anderes, einen anderen Minecraft-Mod spiele, zum Beispiel Vizebeast. Hat ja auch sehr viele Tacket-Mods und noch eine ganze Menge anderer Mods in und wäre für mich auch mal was Neues. Aber keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Auch wie viele Zuschauer wir
vielleicht noch in geraumer Zeit dazugewinnen können. Wenn dann viel Interesse besteht, dann können wir mal gucken. Vielleicht können wir diese Welt auch mit übernehmen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie kompatibel das da ist mit Vizebeast. Ich habe Vizebeast übrigens noch gar nicht gespielt. Also ich kenne ja eigentlich nur Tekkit Classic, was sich jetzt momentan unter dem Namen Tekkit Classic versteckt. Früher hieß es halt nur Tekkit. Und ja, Tekkit Light ist auch für mich schon ein bisschen neu. Wobei ich mich da schon ziemlich gut eingelesen habe, schon ziemlich viel ausprobiert habe in der Testwelt. Aber Vizebeast wäre auf jeden Fall auch nochmal irgendwas, was mich reizen würde. So. Schade, wir finden aber ziemlich wenig Copper. Ich hoffe, unsere Quarry findet ein bisschen was. Ansonsten müssen wir nochmal gucken, ob wir, ob wir vielleicht noch ein bisschen mit Mooscraft rumspielen, noch ein paar Welten erstellen, wo wir vielleicht besser die Quarry aufstellen können, wie zum Beispiel irgendwie so ein Mountain, um vielleicht ein paar Emeralds zu finden oder wo wir auch selber vielleicht minen gehen können. Ansonsten mal gucken, so, wie schaut es denn hier aus? Wow, hier ist echt noch ein Höhlensystem, das ist ja riesig hier. Krass. Tja, das haben wir alles übersehen beim ersten Mining-Gang. Na gut, wir haben letztens ja auch eher Diamanten gesucht als hier Eisen, Zinn und Lead und was weiß ich, was es hier noch so gibt. Ja, also ihr könnt ja gerne mal dann in die Kommentare schreiben, was ihr von Vizebeast haltet oder ob ihr lieber doch sagt, nee, bleibt lieber bei Tekkit, Tekkit ist viel cooler als Vizebeast. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe Vizebeast selber noch nicht gespielt. Ich habe nur viel darüber gelesen, schon mal ein paar kleine Let's Plays geschaut. Also es gibt ja ein Uah! Es gibt Uah! Eine ganze Menge Creepers. Lasst euch selber killen. Gut. Es gibt eine ganze Menge mehr Maschinen. Auch ein paar coole Maschinen, die ich vielleicht auch gerne in Tekkit Light gehabt hätte. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Aber mal gucken, was ihr dazu sagt. Und dann können wir mal gucken. Und wenn wir dann vielleicht noch ein paar mehr Zuschauer vielleicht gewinnen können, dann wäre das super. Dann macht das Ganze auch vielleicht doppelt so viel Spaß. Vielleicht lasse ich dann sogar beides nebenbei laufen. Mal gucken. Je nachdem, wie viel Interesse besteht. Okay, das ist nur eine Fledermaus. Brauchen wir keine Angst haben. So, jetzt noch das Gold. Uah! Herzrasen. What the fuck? Nicht nochmal mit mir. Oh. Habt ihr euch auch gerade so erschrocken? Ja, dafür sind die Creeper immer mal wieder gut. So. Noch sind wir nicht ganz voll. Die sind auch ein bisschen zu tief für Copper. Merke ich gerade. Wir sind ja schon bei Ebene 16, wo ich hier gerade die Lava so sehe. Ah, das Tanks nur. Na egal. Jetzt können wir es auch mitnehmen. So, wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich würde sagen, wir sollten noch etwas Tekkit-mäßiges heute machen. Und wir können mal gucken, was die Quarry so geleistet hat. Deswegen würde ich fast vorschlagen, wir bauen hier noch ein bisschen zwei, drei Sachen ab und dann werden wir uns mal wieder nach oben begeben. Ja, und ihr könnt auch noch gerne, ich weiß nicht, habe ich das vorhin erwähnt, schreiben, was ihr von Mining haltet. Ich weiß, ich habe nicht allzu viele Zuschauer, die mir Feedback geben, aber die, die es machen, immer herzlich Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich möchte mich ja nach den Zuschauern richten und das, was gewünscht wird, das sollte man ja auch irgendwie ein bisschen in seinem Let's Play unterbringen. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ihr irgendwas schaut, was ihr gar nicht schauen wollt. Und ich etwas produziere, was dann keiner schaut. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
So, jetzt können wir unsere Tasche hier benutzen und das ganze Zeug hier einlagern. So, einfach mal das ganze Inventar. Zack. Und schon können wir weiter minen. Ohne Probleme. So, wie gesagt, ich gehe dann gleich wieder mal hoch. Dann können wir mal ein bisschen uns die Quarry anschauen. Ah, bleib hier. Ah, hab sie selbst gesprengt. So. Gucken, ob ich da wieder zurückfinde. Immer gefährlich hier mit den Creepern. Okay, das ist nur Kohle. Es sind so viele Ores hier. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann nicht alles liegen lassen. Ach, das hatte ich gerade zugebaut, okay. Ich wollte gerade sagen, schon wieder einen Dungeon hier, einen Spawner. Das wäre es jetzt gewesen. Ah, das Skelett mitgenommen. So, hier ist nichts mehr, aber das Gold muss ich noch mitnehmen. I'm sorry, I'm sorry. Gold ist wichtig. Letztens alles verbraten. Okay, die Kohle lasse ich liegen, aber das Eisen nehme ich noch mit. So. Gut, dann gehen wir, machen wir uns jetzt hier auf dem Rückweg. Hier können wir auch runter. So, ich glaube, hier dürften wir irgendwie schon zurückfinden. Ah, nee, ist Uran, okay. Oh! Ah, verdammt, ich weiß, aber ich kann es nicht liegen lassen. Ich liebe es. So viele Ores. Und Kristalle. So. Falsche Richtung. Wie müssen wir da hin? Keine Ahnung, ich baue mich da jetzt einfach hin. Da-da-da-da. Wir bauen uns da einfach schnell hin. Oh, Gold. Na klasse. Ja, ich glaube, ich schaff's nicht mehr just in time, dass wir noch großartig Tacket-Sachen machen können. Okay, ich muss mir auf jeden Fall was überlegen, was wir dann in der nächsten Folge machen. Nach Hause finden werde ich auf jeden Fall noch vorher. Dafür werden wir noch sorgen. Oh. Geht's noch? Noch mehr von dem Stuff hier. So, da hatte ich noch Eisen. Hammer's bald, Hammer's bald. Gut, dann schauen wir, was wir beim nächsten machen. Vielleicht fangen wir auch an und bauen uns unsere Tierfarm weiter aus. Mal schauen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Dann müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall noch unsere Quarry wieder abbauen und die. Mal gucken, wie viel die Redstone Energy Cell gezogen hat an Power. Oh, noch mehr Gold, das ist ja hier krass. Jetzt kommt es wohl in Überschuss, jetzt wo man nach Hause will. So, Gold. Noch mehr Gold. So. Da ist irgendwo der Spawner. Wir haben es bald nach Hause geschafft. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. So, jo, da geht's nach Hause. Wunderbar. Hier und dann hier einmal rum komplett. Ansonsten könnten wir beim nächsten Mal auch. Das wäre auch vielleicht noch eine Idee. Mit dem Ausbau der Monsterfalle anfangen. So, hier geht's rauf. Und versuchen da schon mal was aufzusetzen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Mal gucken, mal gucken. So. Langsam hier rauf. Schauen wir mal nach. Was hat die Quarry so geschafft? Enderperlen. Diamanten, 8 Stück. Cool. Copper hat sie leider nicht gefunden. Ah ja, da sind ja die ganzen Endermans im Wasser. Das ist ja cool, der sammelt die auch auf. Ich dachte immer, er lässt die normalen Sachen immer liegen. Ah, cool.
Redstone hat er auch gefunden. Ruby hat er gefunden. Cool. Gut, ich lasse ihn jetzt einfach erstmal einmal komplett durchlaufen und zu Ende laufen. Wir haben schon, ja, eine ganze Menge Cobbles. Ein bisschen davon. Ja, Sand wird er jetzt erstmal nicht finden. So, und dann haben wir hier eine ganze Menge Ores, die wir erstmal in den Mercerator hauen, also den Pulverisierer bauen können. So, wo haben wir es denn? Das dürfte alles hier raus gewesen sein. Fangen wir mit dem Copper-Ohr einfach an. Dann den Rest kommt hier rein. Machen wir das so. Aber wobei. So. Wunderbar. Und dann kommen die Sachen hier rein. Das. Gucken, was wir hier noch drin haben. Alles mal rausnehmen. Also eine coole Sache auf jeden Fall mit der Tasche. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Halt. Das Fleisch ist natürlich falsch. So, Kohle haben wir auch. Nehmen wir ein bisschen Kohle und schmeiß die hier mal. Ach nee. Das macht momentan keinen Sinn, wo wir die Redstone Energy Cell hier nicht haben. So, mal gucken. Gunpowder. Fleisch. Lidohr. So, Marvel. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ah ne, die Pfeile könnte ich noch. Da war jetzt auch nichts mehr drin in der Tasche. Okay. So, erstmal hauen wir uns nochmal ein Steak rein hier. So, wunderbar. Da kommt noch ein Ruby an. Jeha. Und hier noch das Dirt. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal alles wieder aufgesammelt. Da kommt noch ein paar Redstone. Warum kommen da nur einzelne? Ah, nee, doch nicht. Sorry, ich dachte, da wäre nur ein Einzelner. Aber es sieht so aus, als wenn es nur einer ist. 27 dürfte also jetzt bei 31. 32, okay. Gut, klappt. Sieht nur in der Pipe so aus, als wenn es einer wäre. Okay. Meist sieht das dann bei mehreren Teilen ja so aus, als wenn das so zwei verschoben oder mehrere so ineinander verschobene Dinger sind. Aber bei den Redstone scheint es nicht der Fall zu sein. Ach, Diamanten, geil. Und jetzt nochmal zwei Enderperlen dazugekommen, glaube ich, oder? Waren wir nicht gerade bei zwei? Das ist schon mal gut. Das ist cool. Kriegen wir auch noch Enderperlen. Eine ganze Menge Redstone. Ja, das fließt noch so fröhlich vor sich hin, aber wenn wir schon bei Redstone sind, dann dürften wir schon fast am Ende sein mit der Query. Also das heißt, beim nächsten Mal gucken wir da auch mal nach. Und dann, ja, schaue ich mal, ob wir beim nächsten Mal vielleicht noch ein paar Solar Panels herstellen können. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Ja. Und ansonsten schreibt es mir einfach in die Kommentare. Okay, bis dahin. Erst einmal, ciao.